One, two, three, four. Wir feiern 200 Jahre Gründung der mechanischen Werkstätte durch Friedrich Harcourt im Jahr 1819 hier am Standort Wetter. Dadurch wurde der Grundstein für die spätere D-Mark gelegt. Wir möchten Sie heute alle mitnehmen auf eine Zeitreise in die Vergangenheit, die sehr viel Parallelen auch zur Gegenwart bereithält. Und vor dem Hintergrund der Erfolgsgeschichte, die wir in unserem Jubiläumsjahr hier gemeinsam feiern dürfen, hoffe ich, dass diese auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiterhin anhält, sowohl im Sinne eines prosperierenden Unternehmens, aber auch im Sinne aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. D-Mark hat in seiner Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass man neuen Technologien und Trends gegenüber aufgeschlossen ist und diese strategisch in die Weiterentwicklung des Unternehmens einbringen kann. Meine Damen und Herren, beginnen wir mit der historischen Zeitreise, die zusammengefasst ist in dieser wirklich sehr, sehr schönen Chronik. Jede und jeder von Ihnen wird diese Chronik anschließend erhalten und mit nach Hause nehmen können und gucken, wie diese mechanischen Werkstätten zum Global Player geworden sind.1819 gründet der 26-jährige Friedrich Harcourt auf der leerstehenden Burg Wetter seine mechanische Werkstätte. Bis heute prägt Friedrich Harcourts Begeisterung für technische Innovationen und seine Überzeugung, dass sie notwendig sind, um auf dem Weltmarkt Schritt zu halten, das Unternehmen. Sie gehört sozusagen zur DNA der D-Mark. Die Leiter der Märkischen, der Duisburger und der Benrather Maschinenfabrik fusionieren schließlich am 27. Juni 1910 zur Deutschen Maschinenfabrik AG. Ihr Telegrammkürzel D-Mark wird als Name und Marke weltweit bekannt. D-Mark produziert auf 5 Kontinenten und bietet gemeinsam mit ihren Partnern eine Marktpräsenz in mehr als 60 Ländern an. Kein Unternehmen hat weltweit mehr Krane und Hebezeuge installiert als die D-Mark. Zumal im Verbund von Kone Cranes ist D-Mark ein echter Global Player. Wir sind stolz darauf, dass wir diese starke Marke mit ihrer langen Geschichte weiterentwickeln können. Kone Cranes und D-Mark lieben Technologie, stellen die Kunden in den Fokus und wir haben eine Gewinnermentalität. Wir wollen in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich sein. Nicht nur Friedrich Harcourt hat das Unternehmen geprägt, sondern jeder einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Jeder Einzelne trägt jeden Tag etwas zur Markenbildung bei. Und ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei jedem von Ihnen dafür bedanken.